Herzlich willkommen heute über einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren in deinem Leben, gerade als Unternehmer. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr begleiten wir eine ganze Reihe von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, sich zu entwickeln, ihr Unternehmen zu vergrößern oder schließlich auch zu verkaufen. Und fast alle haben die Herausforderung, dass ihr Transformationsquotient nicht eins ist, dass der Erfolg nicht automatisch kommt, wenn der Gedanke da ist. Und ich werde dir heute ein paar Tricks und ein paar Themen zeigen oder eine Methode zeigen, mit der du messen kannst und deinen Transformationsquotient optimieren kannst. Nun, worum handelt es sich überhaupt bei dem Transformationsquotienten? In der Regel ist es so, dass wir Menschen eine sogenannte innere Welt haben. Das ist diese hier, die in deinem Kopf stattfindet. Das sind deine guten Ideen. Und dann gibt es um dich herum eine sogenannte äußere Welt. Und diese äußere Welt, nun, die sollte umgestaltet werden, dass du deine Ziele erreichst und du dann auch erfolgreich bist. Wenn du also eine Firma aufbaust, dann ist diese Firma zunächst mal hier in deiner Blackbox ein kleiner Gedanke. Ich schreibe jetzt mal X hin. Aber ob X dann auch übertragen wird in die Zukunft, nun, das steht auch im ganz anderen Blatt. Es gibt leider eine ganze Reihe von Menschen, die haben viel Donner im Mund, aber wenig Blitz in der Hand. Es gibt wenig Menschen, die auf der einen Seite sich Gedanken machen können in ihrer inneren Welt, aber dann auch dafür Sorge tragen können, dass diese äußere Welt sich anpasst, geformt wird, strukturiert wird, dass da etwas geschieht. Jeder Architekt, jeder Bauleiter macht das nicht anders, als dass er einen Gedanke von einem Einfamilien-, Mehrfamilienhaus hat, das dann Ganze auf Papier bringt und dann umsetzt. Und irgendwann steht dieses Haus völlig klar da. Und auch du hast wahrscheinlich jetzt die Kleidung an, wo du dir vorher Gedanken gemacht hast, die zu kaufen, die heute anzuziehen. Vermutlich hast du in deinem iPhone oder in deinem Smartphone jetzt gerade auch eine Akkuzeit von vielleicht noch 20, 30, 40 Minuten und hast dann irgendwann das Stromkabel drin. Nun, auch damit beeinflusst du deine äußere Welt, um Ziele, um Ergebnisse zu beeinflussen und zu verursachen. Es geht also beim Transformationsquotienten darum, auf der einen Seite schöpferisch tätig zu sein und in der inneren Welt X, Y, Z Gedanken, Vorstellungen aufzubauen. Also man könnte auch sagen, so eine DNA zu entwickeln oder eine Software oder also irgendeine Keimzelle, die etwas Neues hervorbringt. Aber der zweite Schritt ist dann, auch X, Y und Z auch systematisch dann umgesetzt zu haben, umsetzen zu können. Und bei beiden gibt es bei den meisten Menschen Lernbedarf, weil das in der Schule nicht unbedingt trainiert wird. Ich will nicht sagen, aberzogen wird, aber auf keinen Fall gefördert wird. Als Unternehmer bist du dann erfolgreich, wenn du in der Lage bist, jede Vorstellung, die du dir oben zwischen deinen Ohren machst, auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Wahrheit werden zu lassen, Realität, Existenz zu holen. Das ist die Aufgabe von dir als Unternehmer. Das fängt dann mit deiner Website an, deinem Firmennamen an, der Domain, deinen Leistungsangeboten, bei deiner Preisliste, das geht dann zu deiner Finanzbuchhaltung, es geht auf die Kundensuche, auf die Multiplikatorenliste, all das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht da. Und das darfst du in Existenz holen. Und der Transformationsquotient, nun, den kannst du berechnen. Und ich darf dir heute eine kleine Hilfe an die Hand geben, mit der du dann in Zukunft sehen kannst, wie gut du schon bist. Nun, was kannst du machen? Du kannst ab heute trainieren auf kleiner Flamme, kleinen Baby-Steps, wie gut du dabei bist, A, dir neue Ideen und Gedanken hier in den Kopf zu setzen und B, die Wirklichkeit werden zu lassen. Fangen wir mit deinem Leben an. Es gibt ja in deinem Leben sehr wahrscheinlich auch 10 Lebensbereiche. Vielleicht hast du nur 7, aber auf jeden Fall wirst du irgendwann die Frage stellen nach deinem Sinn, nach deinem Warum im Leben. Du hast auf jeden Fall eine Beziehung, Freundin, Freund, Ehe, Kinder, eine Gegenwartsfamilie. Dann hast du deine Gesundheit. Du hast, und Fitness, du hast dann wahrscheinlich deine Persönlichkeitsentwicklung, deine Glaubenssatzarbeit, das Thema hier. Du hast dann deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen, die du weiter ausbauen willst, im Beruf auf Kommunikation, auf Beratung, Konflikttraining, Verhandlungstraining, vielleicht aber auch irgendwelche Flugzeuglizenzen, Taucherlizenzen, Schiffsführungslizenzen. Du hast als 6. dein soziales Netzwerk. Du hast als 7. dann deine Berufung, deine Firma, die du aufbaust. Du hast als 8. dann deine Vermögens- und deine Finanzplanung. Du hast als 9. dann aber auch deine Belohnung, deine Hobbys, deine Reisen, das, was dich so begeistert, was du noch erleben willst, deine Abenteuer. Und das 10. ist dann deine Selbstorga, dein Selbstmanagement. Hierfür gibt es übrigens auch einen eigenen Film, deshalb heute ein bisschen undeutlich. Aber was kannst du machen? Du kannst dir jetzt in jedem Bereich dir Gedanken machen, was ist hier der nächste kleine Schritt, deshalb eine 1, nächste kleine Baby-Step, der Sinn macht, deine Gesamtzielen, die du hier vielleicht gesetzt hast, näher zu bringen. Und wenn du das gemacht hast, nun, dann setze dir auch eine Frist, bis wann du das erreicht hast.
Und dann mach dir Gedanken, wie du das in Existenz rufen kannst. In der Regel analysierst du deine Ressourcen, deine Möglichkeiten, deine Zeit, deine Gelder, die Personen, das Know-how, was du brauchst, deine Baby-Steps zu erreichen. Und dann machst du einen Plan. In der Plan kommt dein Terminkalender. Und dann fängt der an, der Kampf. Wenn du morgens früh aufstehst, dass du diese Aufgaben auch tust, die du dir vorgenommen hast. Hast du deinen Kalender eingetragen, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Hast du keinen Kalender, ist die Wahrscheinlichkeit klein oder ist es nicht eingetragen in den Kalender? Oder hast du so einen kleinen Smartphone, iPhone, digitalen Kalender, wenn du es ausmachst, nie wieder reinguckst? Nein, ich empfehle dir auch einen Papierkalender zu nehmen, den du aufmachst und du siehst deine Ziele im Überblick, jeden Tag. Und wenn du dann diese Schritte, die Zeiten hinter dich gebracht hast, wo du dir Fristen für gesetzt hast, nun, dann geh ins Controlling und gucke dann zurück, wenn du hier bist, ob du diese Dinge dann auch abhaken kannst oder ob sie nicht erledigt sind. Ja, und dein Transformationsquotient, nun, der ist 1, wenn du aus einem Gedanken hier auch gleich eine Umsetzung entsprechend in der Realität bewirkt hast. Und das wünsche ich dir. Und du ahnst auch schon, wie wichtig dein unternehmerischer Erfolg, dein selbstständiger Erfolg sein wird, wenn es zum Beispiel an der Akquise geht, wenn es an Content-Marketing geht, wenn es darum geht, Netzwerkarbeit zu machen oder einfach nur deine Angebote zu schreiben. Das sind alles Gedanken. Und wenn dein Transformationsquotient kleiner als 1 ist, bei 0,5 oder nur 10% Wirklichkeit wird deiner Gedanken, nun, das schlägt sich nieder auf deinen Erfolg. Und das wünsche ich dir aber, dass dein Erfolg bei 100% deiner Vorstellung oder sogar darüber hinausgeht. Zusammengefasst ist also dein persönlicher Erfolg eine ziemlich persönliche Geschichte, die sich zunächst zwischen deinen Ohren abspielt. Die sich abspielt im Wettkampf mit den vielen Herausforderungen und Ablenkungen in deinem Terminkalender. Schaffst du den zu beschützen und freizuhalten? Schaffst du es, die richtigen nächsten Schritte zu finden und auch die richtigen Ziele, die langfristig natürlich hier jeweils auch gesetzt werden können und wo du eine Orientierung, deine Leuchttürme hast, auf die du dich täglich zuschreibst? Denn klar ist, wenn Punkt 1 abgehakt ist, was folgt dann? Dann kommt Schritt 2, dann Schritt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irgendwann stehst du hier im letzten Schritt und im vorletzten Schritt vielleicht davor und du siehst dein Ziel schon und du kannst es kaum für möglich halten, dass das, was am Anfang Gedanke war, nun Wirklichkeit ist. Nun, der Stuhl, auf dem du sitzt, der ist so entstanden. Das Kleidungsstück, was du anhast, das Smartphone, was du in Händen hältst, all das war zunächst ein Gedanke. Andere Menschen haben es vorgemacht, dass es funktioniert. Das Lied, was du gerade hörst, war zunächst ein Gedanke. Und dein Unternehmen, das heißt die Möglichkeit, die Einrichtung, mit der du in Zukunft Probleme anderer Menschen löst, nun, das ist heute dein Gedanke und es ist an dir die Aufgabe, das zu verwirklichen. Dazu bist du da. Nicht nur, damit auf der Welt ein bisschen was zwischen den Bäumen rumherspringt, sondern deine Aufgabe ist, was Neues zu erschaffen. Dafür bist du erschaffen. Möchtest du dabei Hilfe haben? Nun, dann kannst du gerne unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Empfehle uns gerne weiter, abonniere den Kanal und wir helfen dir gerne dabei, deine Gedanken, deine Überzeugungen, deine Ideen, deine Visionen und Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.